Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 Velaya. Genau, und hier wollten wir ja die Kaserne ja ausrauben, kann man das sagen. Beziehungsweise habe ich einen Verdacht. Wir haben hier ja so eine Quest mit einem Stahl, ne? Warte mal, was war hier nochmal? Ach so, Myx hier sollen wir dann morgen nochmal ansprechen, aber jetzt passt mal auf, das Geheimnis des Stahls. Wenn wir dann die Kaserne, ist ja so eine Kiste, ne? Da bei der Mortis. Die trainieren aber alle noch. Ah, der Mortis auch. So, passt mal auf. Wenn das jetzt keinem auffällt, dann könnte man eigentlich direkt. Na, da ist hier der Ranga. Das ist zu auffällig, oder? Moment. Ja, gesehen. Hey, du. Hallo, Schwert einpacken. Bitte. Wir sehen uns. Du eben, Manuel. So. Ja, gut. Du bist auch nicht mehr böse. Genau. So. Hallo, Milizmann. Irgendwas zu sagen? Nö. Immer schön wachsam bleiben. Wir müssen warten, bis die pennen. Das ist jetzt eindeutig. So viel habe ich verstanden. Aber was sollen wir jetzt machen? Ich meine, so viel können wir jetzt auch nicht mehr machen. Ach, Gerbrand. Genau, den können wir mal suchen. Der pennt ja bestimmt schon halb. Oder ist auf jeden Fall jetzt mal hier in der Taverne, denke ich mal. Soll ich mich denn noch alles? Da können wir ja mal kurz ins Hafenviertel haschen und ihn überraschen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. So. Also wie gesagt, auf zu Gerbrand, damit wir endlich mal hier die Quest Gerbrand erledigen können oder weiterführen können oder wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn ich ein bisschen was zu tun habe, ist mir langweilig. Übrigens, was ich vielleicht auch versuchen werde mal zu machen, ist die Quest wieder in Apostaten, also mit diesen, mit diesen Belia-Verschwörern, Typen da, die werden wir töten. Wisst ihr auch, wo die sind? Das hat mir nämlich jemand erklärt, beschrieben, da oben beim schwarzen Troll, da ist so eine Brücke. Und da drüben, in diesem kleinen Krater, da sollen die sein. Da war auch mal was, da ist nämlich diese, ist da nicht diese Feuerprüfung oder was war da? Irgendwas in der Richtung, glaube ich. Das Problem ist nur, wir waren da schon fast, aber die Brücke war kaputt. Aber da ist ja noch ein anderer Weg, wenn wir da hinlaufen, hinter Maya-Tempel vorbei und dann halt rechts, dann kommen wir da hin über diesen Bogen und das werden wir auch machen. Und dann, ja. Innos zum Gruß. Werden wir also hoffentlich finden. Gib mir bitte einen Teller Fischsuppe. Hier, nimm einen Teller. Lass es dir schmecken. Cool. Lass dich nicht unterkriegen. Yo. Hey, starker Mann. Bring mir bei, stärker zu werden. Juhu. 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 Komm wieder, wenn du mehr. Ja, war klar. Komm wieder, wenn du. Ja, jetzt waren sie aus, natürlich. Ja, ich muss los. Ich will eine andere Waffe haben, verdammt. Ich weiß, der Zweihänder, der ist eigentlich richtig gut, ne, aber. Ich weiß nicht. Wie gut. Ich weiß echt nicht. Ein paar Kopfschmerzen wird er schon machen. Es wird zwar gut sein, der Zweihänder, aber ich meine. Ah, da geht noch ein bisschen. Vor allem, da ich ja genau weiß, dass da richtige Assis dabei sind, hier bei den Apostaten. Da war ja schon mal einer. Hey, du. Mach's gut. Ich habe eine Strategie, wenn da wieder mehrere Schwache dabei sind, gehen wir erst auf die Schwachen, töten die und dann killen wir den Großen. Mit der fetten Drachenjägerrüstung oder was auch immer die tragen. Pass auf dich auf. Ach ja, komm mal aufs Dach. Schön. Nein, was machst du denn? Oh, wie dumm. Du sollst da hoch. Nein, oh. Naja, noch halbwegs. Ja, ja, gut, dass er dumm. Probleme hätte. Er erzählt alles weiter. Aber was machst du denn? Oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ewig so weitergehen. Jetzt suchen wir den Gerbrand in der Kneipe. Also das ist ja, kriegt man ja eine Krätze, wenn die hier versucht zu springen. Oder ist das ja der Gerbrand? Ja, oder so. Hey, du.
Willst du immer noch in dein Haus, Herr Gerbrand? Treib keine Spielchen, natürlich. Was würde ich bekommen, wenn ich dafür sorge, dass du wieder einziehen kannst? Du, wie willst du das anstellen? Geh davon aus, dass ich es kann. Also? Oh, na schön. Dann würde ich dafür sorgen, dass der Händler Salandriel dir ein paar exklusive Tränke braut. Und ich meine exklusiv. Natürlich kostenlos. Moment. Gehab dich wohl. Ich speichere erstmal ab und schreibe, das ist mir nicht genug. Mal gucken, wie viel wir dann kriegen. Falls nicht, lade ich einfach neu. Du. Das ist als Belohnung für ein ganzes Haus nicht angemessen. Was willst du noch? Ich habe meine ganzen Einnahmequellen verloren. Ich muss bestimmte Beziehungen neu knüpfen. Ich muss quasi von vorn anfangen. Und ich muss gleich weinen, Herr Gerbrand. Gut. Erst die Tränke. Dann, wenn ich wieder oben auf bin, gebe ich noch 500 Goldstücke dazu. Haben wir eine Abmachung? Wir haben eine Abmachung. Ja. Hier hast du den einzigen, dich belastenden Brief. Ohne gegenteiligen Beweis kann dein jahrelanges Wohnrecht nicht angetastet werden. Du kannst wieder einziehen, Herr Gerbrand. Ich will gar nicht wissen, wie du da rangekommen bist. Adanos, ich bin wieder da. Danke. Nix Problem. Gehab dich wohl. Wieder in die Oberstadt und gib mir, oder ins obere Viertel, eher gesagt, in die Oberstadt. Ins obere Viertel und gib mir Kohle. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Das hat er doch vorher gewusst. Ja, das hat er doch vorher gewusst. Genau. Ja, soll lieber den Mund halten. Das höre ich zum ersten Mal. Ja, höre ich auch zum ersten Mal. So, gucken wir mal, ob die Miliz schon schläft. Ja, da ändert sich auch nichts dran. Er redet einfach zu viel. Ja, der redet zu viel. So. Vielleicht können wir noch mit den Händlern irgendwas besprechen, bereden, was auch immer. Hui. Hallo, Sarah. Ich hab was anderes gehört. Pass auf dich auf. Ach, bei denen kann man jetzt nichts verkaufen oder was? Sei gegrüßt, Händler. Oder wie? Oh, guck mal her. Kennst du jemanden, der Zahnleiden behandelt? Hey, da bist du bei mir genau in der richtigen Adresse. Zähne sind sogar meine Spezialität. Mit oder ohne Betäubung? Wie bitte? Na, stehst du auf Schmerzen oder soll ich dich vor der Behandlung ins Reich des Schlafes schicken? Ich wundere mich über Hey, meinen Zähnen geht es gut. Ich wollte dich überreden, mit zu Loba zu kommen. Hilda hat seit Tagen eine dicke Backe, kann aber nicht vom Hof weg. Was? Ich soll meinen Stand verlassen? Vergiss es. Ehrlich? Wenn ich wiederkomme, kann ich mit Luft handeln. Sag mir nicht, du hast Gibt es eine vertrauenswürdige Person, die in der Zeit auf deinen Stand aufpassen kann? Die einzige vertrauenswürdige Person, die ich kenne, bin ich. Und selbst da bin ich mir oft nicht sicher. Aber der Ariavia, aber jenes, der ist eine ehrliche Haut. Außerdem ist er kein Händler. Dem würde ich meinen Stand kurzfristig anvertrauen. Frag ihn mal. Ach, erzähl mir nicht sowas. Mach's gut. Sei gegrüßt. Das habe ich schon immer. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Sprich, oh glutäugige Glückseligkeit. Was kann ich für dich tun? Der Händler Jora muss mit mir zu Lobart, um dessen Frau Hilda einen kranken Zahn zu ziehen. Währenddessen muss aber jemand auf Joras Stand achten. Jora meinte, dass er dir vertraue. Jora traut mir zu, ihn an seinen Stand zu vertreten, o Gnade des Augenblicks. Mir, einem Sohn Ariavias? Da will ich ihn nicht enttäuschen. Das ist nur die Frage meines Honorars. Wie viel? Nein, nein, Schmetterling und Ermorten. Ich möchte einen neuen Tabak kreieren und brauche dazu das äußerst seltene Kraut Pfeilwurz. Bring mir bei Gelegenheit ein paar Pflanzen davon als Bezahlung. Gestalt gewordene Illusion. Wir sehen uns bei Jora. Dir erzähle ich gar nichts. War nett, mit dir zu plaudern. Er hat auf die falschen Leute gehört. Sei gegrüßt, Händler. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Abu Jin wird sich um deinen Stand kümmern. Und für sein Honorar werde ich aufkommen. Wir können losgehen. Gut, dann mal los. Geh voran. Na toll, mitten in der Nacht. Na egal. So weit ist der Weg auch wieder nicht. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen erst die Kohle bezahlen und erst dann, na egal. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Wenn's so geht, geht's so. Kommt er noch? Ja. Komm, Jora.
Ich meine, so weit ist Lobards Hof jetzt auch wieder nicht von der Stadt entfernt. Das sind vielleicht manchmal zwei, drei Wölfe dazwischen, aber noch sonst nichts. Ist er noch da? Man kann nie sicher sein. Ja, er ist da. So, ab in den Bauernhof. Ist er noch da? Ja, gut. So, dann gehen wir hier die Treppe hoch und dann sind wir schon auf fast sicherem Territorium. Mitten in der Nacht aufwecken. Ey, der Zahnarzt ist da. Geil. Das ist so eine lustige Situation. Den Rest mache ich allein. Du willst nicht wirklich dabei sein, wenn ich Zahnschmerzen behandle. Aha. Das soll die Hilda gewesen sein, aha. Der war gut, ey. Hallo, Bäuerin. Und, noch Zahnschmerzen? Schmerzen, ja. Zahnschmerzen, nein. Ist ja schließlich kein Zahn mehr da. Danke für deine Hilfe, das werde ich dir nie vergessen. Ohne dich hätte ich diese Aktion noch ewig aufgeschoben. Hey, glaub ich. Es war wohl doch nicht nur die Arbeit, die dich verhindert hat, wie? Wie auch immer. Hier, nimm diesen Ring. Er soll dir Glück bringen. Schön. Wir sehen uns. Mann, das war knapp. Aber ich hab's wieder geschafft. Der Zahn war völlig weit. Es hatten sich schon. Das will ich gar nicht wissen. Danke für deine Hilfe. Ich schau mal nach Hilda. Hab ich schon. Egal. Mach's gut. Hey, Bauer. Lass dich nicht unterkriegen. Jo, genau. Läuft jetzt mit uns wieder zurück, oder was? Nö, er läuft ganz normal zurück. Gut, dann kann er von mir aus von Wölfen angefallen werden. Ist mir egal. Aber was ist Pfeilwurz? Das sind irgendwelche Pflanzen, die wir für den Abujin, habe ich gedacht, heißt oder Abujin? Keine Ahnung, Abujin, sage ich mal. Suchen sollen. Ich habe ja davon schon ein paar, aber so wie ich mich kenne, habe ich entweder, wenn ich welche gehabt hätte, habe ich das schon verkauft oder ich habe noch nie welche in meinem Besitz gehabt. So. Hat er noch nie einen in meinem Besitz? So. Oder man kann ja kurz nachgucken. Heilwurz. Wie hieß es? Pfeilwurz. Nicht Pfeilfurz. Pfeilwurz, okay. Und ja, jeden Mist haben wir dabei. Nur nicht das, was wir suchen. War ja wieder so klar. Naja. Jetzt müssen wir langsam mal die Milizen pennen. Haben wir jetzt Zahnschmerz erledigt? Ja. Jetzt fehlt ja noch das Honorar für Abujin. Das sind diese, das Kraut, das sehr begehrt in diesen Tagen. Bedingt sich Abujin als Honorar aus, wenn er die Oras Stand aufpasst. Habe ich ihm natürlich zugesagt. Ich denke, 5 sollten genügen. 5 Stück. 5 Stück, naja, wir gucken mal bei Konstantin vorbei. Bei Sagitta. Notfall. Ja, können wir. Geht eigentlich noch. Können wir machen. Wo ist denn Konstantin? Schon wieder saufen oder? Nee, ich weiß, wo er ist. Also in dem Fall können wir es direkt vergessen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Der Zuris kriegt ja einen Anfall, wenn man. Warte mal kurz, hat Rupert. Grüß dich. Die Rüstung fertig. Hattest du schon Erfolg beim Rüstungsbau? Noch nicht, aber ich bin dran. So schwierig kann das gar nicht sein. Ja, anscheinend doch. Mach's gut. Ich meine, so gut wie du bist, kriegst du hier überhaupt nicht hin. So, jetzt gehen wir mal bei der Kaserne. Ja. Suchen wir mal die Kaserne, sagen wir es mal so. Ich hatte das anders gemacht. Ohne böse Hintergedanken. Einfach nur hier besuchen gehen. Da die sowieso alle hier in dem hinteren Teil pennen, können wir mal ruhig hier einsteigen. Lal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 a. So, Freunde. Liegt hier alles rum. Schön, das ist eine rostige Axt. Ein Hammer.